Es ist das Spiel 1 nach Eduard Geier, dem Mann, der durch wirklich großartige Leistung den Namen Cottbus bundesweit erst bekannt gemacht hat. Eduard Geier ist auf Kurzurlaub, abschalten auf Gran Canaria mit seiner Frau, aber ganz abschalten kann der nicht. Der schaut heute zu, also herzliche Grüße. Und ich denke, Eduard Geier wird wahrscheinlich wie Sie auch wissen wollen, was ändert sein Nachfolger Patrick Sander. Erstmal hat er die Trainerbank gewechselt, aber auch in der Mannschaft, vor allem in der Taktik, doch so ein bisschen was unternommen. Weg vom 4-4-2, man spielt ein gutes altes 3-5-2, Bärhalter fast als Libero, Hiski, Seleji, die beiden neuen Männer hinten drin. Ross, nur eine Absicherung im defensiven Mittelfeld und ganz wichtig, Mokhtari und Regekampf werden zentral für Impulse sorgen. Regekampf rückt von außen ins etwas zentralere Mittelfeld als Ideengeber. Jungnickel ersetzt, wie schon in den letzten Wochen, den verletzten Michael Turk. Burghausen seit 4 Spielen ohne Tor. Nach tollem Saisonstart so ein bisschen abgefallen, aber zuletzt gegen Duisburg wieder mit einer bedeutend besseren Mannschaft und Leistung. Leider fehlt der beste Torschütze Junga Muhani, Popovic als Ersatz für ihn. Hertel als Absicherung im Mittelfeld. Bonimeier soll in der Spielzentrale. Reisinger und Popovic füttern. Die wollen endlich mal wieder ein Tor schießen und die wollen die Verunsicherung der Cottbusser hier nutzen. Die gehen von Beginn drauf, hat uns zumindest Markus Schupp versprochen. Ob so wird, das erfahren Sie nach einem kurzen Päuschen. Zu gewinnen gibt es einen DVD-Player. Schmidt. Und der geht rein. Und Pfandl lässt es laufen. Kein Foul an Torwart Gunnar Berntsen. Es droht Cottbus die zweite Heimniederlage in Folge. 2 Heimspiele in 8 Tagen. Da wollten sie sich oben ranrobben. Jetzt rutschen sie auf einen Abstiegsplatz. Ich glaube, da war keiner mehr dran. Ronaldo Schmidt mit seinem 5. Saisontor. Lang ist er unterwegs. Länger wird der Ball. Und alle springen dran vorbei. Herzig im Grenzbereich gegen Gunnar Berntsen. Aber so wie der Charakter dieser Partie war, kann man das laufen lassen. Ich glaube nicht, dass der Arm draußen war gegen den Keeper. Da müssen die Cottbusser Abwehrspieler auch ihren Torwart besser ablocken, besser schützen. 2 Mann vor ihm, aber keiner geht illegal zur Sache. Finde ich okay, kann man laufen lassen. Und Reisinger auf dem Weg zum 0-2, macht er ihn, er bleibt cool, die Entscheidung, Stefan Reisinger. 2 Monate hat er nicht mehr getroffen. Die Sache ist durch, die Sache ist entschieden und Cottbus auf einem Abstiegsplatz. Es war eindeutig kein Abseits. Der lange Abschlag und der rutscht mal eben einfach so durch. Hab gar nicht genau gesehen, wer da abgeschlagen hat, ob sogar Keeper Gospodarik war. Der würde einen Assist bekommen. Schauen wir nachher sicherlich noch mal genau drauf. Stefan Reisinger. Der Landshuter Bub. Und jetzt kippt die Stimmung natürlich. Sie haben keine Person mehr, die sie beschimpfen können. Geier raus kann man hier nicht mehr rufen. Mokhtari, der Buhmann, der ist schon ab der 30. Minute nicht mehr dabei. Also bleibt nur das Neutrale. Wir haben die Schnauze voll. Scharenweise hauen sie ab. Und ein denkbar misslungener Einstand für Patrick Sander. Unter Umständen, auch das versuchen wir natürlich aufzuklären, ist das Präsidium noch vor der Winterpause gefordert, zumindest intensive Kontakte mit Trainern in der Warteschleife aufzunehmen. Börhalter.
Energie Cottbus. Die waren eigentlich schon eine etablierte Nummer im deutschen Profifußball. Es droht hier alles den Bach runterzugehen. Zum ersten Mal in der Saison steht der Aufstiegskandidat, so haben sie sich gesehen. Im letzten Jahr fehlte ja nur etwas im Torverhältnis, punktgleich mit den Mainzern. Was für ein Absturz. Jetzt sind sie auf Rang 15 der zweiten Liga und das würde bedeuten, nach 34 Spieltagen zumindest, runter in Liga 3. Hier nochmal der umstrittene Treffer zum 0:1. Sicherlich die entscheidende Szene. Oh, da geht Herzig schon ganz schön ran, sogar mit dem Arm vor. Also gerade in der Einstellung sieht man, man hätte es eigentlich abpfeifen müssen. Burghausen hat hier auch Glück, keine Frage, aber die Einstellung stimmte. Sie haben dagegen gehalten und sie haben im Gegensatz zu Cottbus die Tore gemacht. Das Glück war auf Seiten der Gäste. Marco Schupp nimmt jeden Einzelnen in den Arm und gleich ist er dann auch bei unseren beiden Jungs am Feld, bei Markus Götz oder Aik Galay. Wir warten auf die ersten Interviews, deswegen bleiben wir hier noch im Stadion. Die Cottbuser, denen ist natürlich im Moment noch nicht nach Reden. Patrick Sander, da ist auch schon so ein bisschen Ratlosigkeit in der Körpersprache des neuen Trainers. Und vorne, da jubeln sie. Also langsam kommen echte Gegensätze in den Stimmungswelten rein. Gestern auch schon die ersten Tränen in Essen. Und jetzt gehen wir an den Spielfeldrand. Die Szene des Spiels in Cottbus, ganz klar das 0:1. Gunnar Berntsen im Tor, attackiert von Nico Herzig. Gunnar Berntsen, wie sehen Sie es selbst? Also ich habe direkt im Spiel auch schon das Gefühl gehabt, dass ich da gefoult wurde. Man sieht es ja auch hier eindeutig. Wenn der mich da nicht umrennt, dann denke ich, dass ich am Ball rankomme. Sie sind sofort beim Schiedsrichter gewesen. Wie hat der das begründet? Tja, er hat gesagt, das war kein Foul und wir werden damit schon klarkommen. Wie haben Sie sich selbst gefühlt in dieser Szene? Ich war ein bisschen überrascht, dass Sie gar nicht protestiert haben. Sie haben es so klaglos hingenommen. Tja, letztendlich bringt es eh nichts mehr, wenn man da noch protestiert. Und am Ende sehe ich natürlich auch noch total beschissen aus. Ist das Ihr Naturell zu sagen, nehme ich dann eher hin, als zu sagen, gehe ich noch mal los und bin cholerisch? Wahrscheinlich hätte ich das noch mal machen sollen, obwohl am Ende man hätte nichts mehr ändern können, aber vielleicht ist das dann auch mal, wo der Schiedsrichter dann doch sich entscheidet, für den Torhüter zu pfeifen. Gunnar Berntsen, trotzdem vielen Dank, dass Sie unmittelbar hier gestanden haben. Weiter geht's bei Markus Götz. Ja, liebe Zuschauer, Energie Cottbus hat verloren mit 0:2 gegen Wacker Burghausen. Die stehen jetzt auf einem Abstiegsplatz. Meine Güte, da gibt es natürlich noch herzlich viel zu besprechen. Das werden wir gleich tun. Wir machen eine kurze Pause. Und wir sind zurück im Stadion der Freundschaft. Wacker Burghausen hat mit 2:0 gewonnen bei Energie Cottbus. Riesenglückwunsch an den Trainer Markus Schupp. Nach zuletzt 4 Spielen ohne Sieg kann ich mir schon vorstellen, dass Sie ganz schön erleichtert sind. Oder? Ja, natürlich. Es war ein sehr intensiv geführtes Spiel, geprägt von vielen Zweikämpfen. Und der Platz war natürlich auch sehr, sehr rutschig, das hat man gesehen. Es sind viele Spieler hin und her ausgerutscht. Man hat natürlich auch gesehen, dass Cottbus verunsichert war, wir auch nicht so die nötige Stärke auch hatten, um hier das Spiel so zu bestimmen, wie man das gerne möchte. Aber ich denke, die Mannschaft hat hervorragend gekämpft, sie hat hervorragend dagegen gehalten. Wir wussten, Cottbus wird so kommen über den Kampf, was sie immer stark gemacht hat. Und ein Riesenkompliment an alle, die hier heute auf dem Platz waren und auch an alle, die noch draußen waren. Hervorragend. Und Ihre Mannschaft kann ja doch noch Tore schießen. Das hat ja zuletzt 4-mal in Folge nicht geklappt. Wir gucken uns mal die beiden Treffer an. Zunächst Ronald Schmidt. War das ein Torwartfoul? Gucken Sie mal genau hin in der Wiederholung. Ja, ich will nicht die Wiederholung nochmal sehen jetzt erst. Hier schlägt er den Ball. Keiner berührt ihn mehr. Also es war auf jeden Fall Ronald Schmidt. Und jetzt kommt die entscheidende Szene gegen Gunnar Berntsen. Ja, ist in dem... Ja, ist jetzt nicht zu sehen. Also ist der Ball kommt ins Bild wieder. Da ist der Torwart schon etwas am Rückwärts. Es gibt auf jeden Fall einen Zusammenprall. Ich glaube, Nico Herzig ist es. Schwierig zu entscheiden. Das ist das 2:0 von Reisinger in der 89. Auch der hat, glaube ich, 7 Spiele nicht getroffen.
Ja. Ja, es freut uns natürlich sehr, dass er jetzt endlich wieder, oder nicht nur er, sondern wir auswärts mal gewinnen konnten wieder und auch, dass wir wieder Tore geschossen haben. Das war sehr wichtig. In den letzten Spielen war das große Manko. Und es ist natürlich befreiend dann, wenn man auswärts gewinnt und auch zwei Tore macht. Ich hoffe, das gibt jetzt für die letzten beiden Spiele wieder sehr, sehr großen Auftrieb. Und wir haben noch ein Spiel in Aachen und das letzte Spiel zu Hause Frankfurt. Und da wollen wir auch noch was holen. Ganz wichtige Punkte. Sie haben erstmal wieder ein bisschen Luft zwischen sich und die Abstiegsplätze gepackt. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön. Dankeschön.